So, meine Lieben, was geht ab? Ich hoffe, euch geht es gut. Ich melde mich mal aus einer komplett anderen Perspektive, heute mit einem komplett anderen Format. Und zwar werde ich heute mal wieder einen Vlog machen und euch mal wieder mit so in meinen Tag nehmen. Wie sieht wirklich mein Tag als Agenturinhaber aus? Ich habe mir heute wieder einen Tag genommen, wo ich wirklich rein Agenturstuff mache, damit ihr auch wirklich mal seht, was ich da eigentlich den ganzen Tag so mache und so weiter. Und es ist jetzt 7 Uhr morgens. Ihr seht, bin ich hier gerade ja, im Auto. Und ich stehe hier gerade noch vor unserem Büro von der Reinigungsfirma. Ich fahre jetzt einmal in unser Stadtbüro, nehme noch kurz beim Bäcker ein bisschen was mit für mich und auch noch fürs Team, dass sie später eine Kleinigkeit haben. Und dann ja, fahren wir ins Agenturbüro. Es ist ungefähr so ja, eine Stunde, eineinhalb Stunden. Und dann ja, geht es auch direkt schon los. Im Office angekommen. Charlotte ist auch schon da. Somit ist Thaddäus auch schon da. Hier unser Konferenzzimmer. Wir sind ja hier ganz neu eingezogen. Es ist noch nicht viel ja, eingerichtet tatsächlich. Hier ist auch noch ein Office. Und für mich gibt es jetzt erstmal hier einen Espresso. Wenn ihr mal eine Roomtour haben wollt zum kompletten neuen Office, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ansonsten zeige ich euch wenigstens noch kurz meinen Schreibtisch hier. Das ist jetzt mal so fürs Erste eingerichtet. Hier wird nämlich tatsächlich noch einiges umgebaut jetzt im Januar. Dann können wir fertig einrichten und dann steht alles und dann kann ich gerne mal eine Roomtour machen, wenn ihr wollt. Was sagt ihr übrigens heute zu meinem Outfit? Schreibt's mal in die Kommentare. So, kurzer Stopp. Wir haben kein Motoröl mehr. So, Matthias hat mich jetzt eingeladen, mal ein richtiges Auto zu fahren. Wir stehen hier vor dem neuen i3. Ja, Bombenkiste. Nee, Spaß beiseite. Der neue M3. Ich darf ihn jetzt mal testfahren, habe ich gehört. Probieren wir mal aus. Ich bin super gespannt. Beim letzten Mal wurdest du geblitzt mit meinem anderen Auto. Schauen wir mal, ob es heute funktioniert. Das stimmt, ja. Ich zeige euch mal kurz, wie das Ding aussieht. Aber Matthias, vielleicht machst du mal einen kurzen Soundcheck. Geht das klar? Das geht klar. Had a few friends, but he suck in the past. I don't even trip when I'm thinking about that. Hopped in a whip and we all in black. Shawty wanna ride to the hop in the back. See you so 100 seen a rap. Wir haben jetzt bereits schon den nächsten Tag und ich konnte euch gestern vom Meeting nicht so viel zeigen, weil wir allgemein natürlich viele interne Sachen besprochen haben bezüglich Mitarbeitern, internen Prozessen, die Ziele, Dinge, die nicht so gut gelaufen sind und so weiter. War aber auf jeden Fall ein richtig, richtig cooles Meeting, hat super viel Spaß gemacht und ich denke, 2022 wird wirklich extrem, weil wie gesagt, 2022 ist einfach das Agenturjahr. Digitale Dienstleistungen gehen komplett durch die Decke und ich bin auch hier bereits schon wieder im Büro. Ich war wirklich super früh heute schon im Büro, denn ich hatte heute Morgen eine kleine Speech bei meinem Mentor Chris Steiner. Der hat ein Online-Event gemacht und normalerweise nehme ich wirklich gar keine Speeches an, weil ich sehe mich selbst nicht als Speaker oder so. Aber für Chris mache ich es natürlich sehr, sehr gerne und es hat mir auch super viel Spaß gemacht. Und jetzt ist 13 Uhr, ich hole mal was zu essen und danach geht es wirklich direkt weiter mit Arbeit. Aktuell ist wirklich sehr, sehr viel an. Und ansonsten hoffe ich, euch hat der Vlog schon mal soweit gefallen. Wenn ihr allgemein wollt, dass ich mehr so Vlogs
Talks mache, euch wirklich auch mal mitnehme in meinen Agenturalltag und so weiter, auch vielleicht mal auf Kundentermine und so, dann schreibt es gerne jetzt mal unten in die Kommentare, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert auch vor allem hier diesen Kanal, um auch kein Video mehr zu verpassen. Hier gibt es 2 Videos pro Woche zum Thema Agentur, Social Media und dementsprechend abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch wieder im nächsten Video. Bis dahin, euer Max. Ciao.